Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Spielmodus namens Griefball. So, hier müsste es dann auch schon gleich losgehen. Ja, hier sehen wir es. In 10 Sekunden geht's los. Das Ziel des Spiels ist es, wir müssen ein Enderauge, das es immer in der Mitte der Map gibt, in die gegnerische Basis bringen. Und ja, das ist nicht so einfach, wie es sich anhört, weil jeder hat halt Waffen und wenn man das Enderauge hat, kann man auch niemanden angreifen und so. Und der mit dem Gelben, der hat jetzt das Enderauge. Der, wo hier gelb ist. Und der, wo es tot ist. Gut, und nein, komm schon. Ist er jetzt hier oben? Oh, ja, ich glaube schon. Komm. Dankeschön. So, wir müssen nicht auch verhindern, dass die Gegner Punkte machen. Wenn fünfmal es ein Gegner oder man selbst es geschafft hat, einen Ball in die gegnerische Hälfte zu bringen, dann ist das Spiel vorbei. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht gerade verblubbert. Also, wenn er halt einfach fünfmal am Gegner vorbeigekommen ist und einen Punkt gelandet hat, dann ist das Spiel vorbei. Und ja, es gibt auch eine maximale Zeitanzahl. Nein, komm schon, du darfst dich doch nicht töten lassen. Nein, da geht der Gelbe voll den Angriff. Alter, unfassbar. Es gibt bei vielen verschiedenen Maps viele verschiedene Wege, am besten am Gegner vorbeizukommen. Ich denke, bei der Map ist das der beste Weg, wenn man einfach auf den Zaun springt, wenn man das irgendwie kann. Weil, ja, hier geht es jetzt gerade nicht, aber irgendwie kommen da immer wieder Leute drauf und können dann einen ziemlich guten Punkt landen. Wie genau es gehen soll, weiß ich jetzt nicht, aber naja. Seht ihr? Der ist einfach darauf drauf gesprungen. LOL! Komm schon. LOL. Wer hat's? Hätte was zu reden. Nein. Okay, er hat's. Komm, den müssen wir jetzt beschützen, sozusagen. Weil der ja für uns Punkt landen muss und der geht hier nach oben. Okay, dann sorgen wir hier einfach für ein bisschen Ablenkung. Alter, wie viel hält der aus? Cheater! Alter, wie viel hält der aus? Das ist ja nicht normal. Okay. Ich spiele den Spielmodus jetzt noch alleine, aber ich hoffe, dass Sascha bald endlich ja, seine Internetbox bekommt und er dann auch Internet hat. Oh Gott. Ich glaube, wir sind noch nicht entdeckt worden. Oh, für Sparta! Okay. Ja, hier sind wir. Zum Beispiel, der Gegner muss dann den Punkt hier hinbringen und sobald er auf diesem Block steht, hat er einen Punkt gemacht momentan. Führen wir 3:0, okay. Das ist sehr gut. Der Gegner hat bis jetzt noch keine Chance. Wir machen uns halt recht gute Abwehrarbeit, aber leider für den Angriff recht wenig. Okay. Komm schon. Das nächste Teil hätte ich gerne. Oh, 4:0 steht es jetzt schon. Also kann man hier sehen. Halt. Yep. So. Lol. Ich wurde angeschossen. Wir wurden angeschossen, glaube ich. Komm schon. Da! One! Okay. Wir haben so gut wie gewonnen. Jetzt müssen wir nur noch für ein bisschen Ablenkung sorgen und... Nein! Er darf nicht sterben! Du schaffst es! Komm, hat er es geschafft! Oh! Ja, er hat es geschafft! Ja! Wir haben gewonnen, Leute! So, das war's für die erste Runde. Ich würde sagen, ich hänge vielleicht noch eine Runde hinten dran, wo... Ja, ich einfach ein paar Punkte mache oder so. Und wir sehen uns dann gleich wieder. So, bye bye. Hier sind wir dann auch schon bei der zweiten Runde. Hier ist eine schöne Waldmap. Und ja, jetzt geht's los. So, ich weiß jetzt nur, dass hier ungefähr die Mitte ist. Ah, wahrscheinlich ist es halt dann hier unten drin, Fragezeichen. Nope. Okay, hier gibt's irgendwo eine Mitte. Komm schon schnell dahin. Wir. Wir haben's. Und... Komm schon, nein! Nein! Wo ist... Und... Wir haben den Punkt gemacht! Hier, Red Lord. Punkt für Team Red. Hey, cool! Fangt das schon mal ziemlich gut an. Und... Ja, hoffen wir einfach, dass es weitergeht. Das ist eine ziemlich große Map, fällt mir gerade auf, wo man ziemlich leicht, glaube ich, Punkte machen kann. Wenn man den Spawn, also den Spawn, wo die Enderaugen spawnen, beherrscht. Wir sind im roten Team, ne? Ja, das heißt, der hier ist böse und... Ein Mongo. So.
Oh oh, leck, 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 leck. Komm schon, ich hätte gerne ein Enderauge. Komm schon! Schön! Und. Dum, 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 dum. Und. Punkt 2, yeah! Ja, es war schon Punkt 3 für Team Rot. Wow, das geht ziemlich, ziemlich schnell. Wir haben jetzt schon 2 Punkte gemacht, also. Wow! Echt nice. Oh, hier ist der blaue, 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 blaue. Nein, 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 nein. Er hat einen Punkt gemacht, okay. Schade. Jetzt haben sie wenigstens den Anschlusstreffer geschafft. Oh Gott, da ist gleich schon wieder ein blauer. Und den sollten wir doch bekommen. Den sollten wir bekommen. Den haben wir bekommen. Okay. Was killt bei Red Lord? Gut. So, schnell weiter. Nein, das haben wir jetzt direkt den nächsten auf. Komm schon. Oh, da lecken die auch noch manchmal so. Unfassbar. Unerhört so etwas. Oh Gott, bekommen wir den? Bekommen wir den? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, so nicht. Nein, komm schon. Oh, bist du dumm, Alter? Meine Güte, es gibt echt so behinderte Menschen. Okay, ich versuche einfach den nächsten Punkt zu landen. Alter! Was ist da los hier? Ja, ist klar, ne? Genau in dem Moment leckt's, okay. Der Gegner hat alles aufgeholt. Oh Gott, wie unfähig ist mein Team. Kann man das schon mal einer sagen? Was soll denn los hier? So, komm schon, komm schon. Geh weg hier. What? What? Wir können ihn nicht hitten, wir können ihn nicht hitten. Nein. Dumme leckende Leute. Oh Gott. Wie ich das hasse. Oh. Vor allem, wenn man durch Lecks sich selber Vorteile verschafft. Ich finde, wenn, das sollte man durch Lecks, wenn, dann überhaupt nur Nachteile haben. Weil es kann ja nicht sein, dass man, keine Ahnung, wenn man extrem leckt, einfach nicht angeschlagen werden kann. Das kann es ja nicht sein. Alter! Ja, das war sehr nötig. So. Okay, wir rennen einfach direkt zum Spawn weiter. Weil Abwehrarbeit bringt hier ziemlich wenig. Ihr habt ja gesehen, wie gut ich durchrennen konnte. Das ist nicht vielleicht bei Maps, die eine Decke haben. Na, komm schon, bekomme ich jetzt auch eins. LOL, einer von hinten. Ja, von hinten. Ah, komm schon, irgendeiner muss doch bei unserem Spawn sein. Der hat mich halt nicht getroffen, aber egal. Okay, ich bin jetzt am Spawn und... Was willst du, wenn es fertig ist? Oh Gott. Also ziemlich leckender Spieler jetzt, denke ich. Der Typ fliegt da oben. Ich möchte ja nichts sagen oder mich nicht beschweren, aber der Typ ist da oben irgendwie geflogen. Schade eigentlich. Oder konnte da nur bei mir etwas nicht angezeigt werden, so wie hier. Und wir haben es! Ab durch die Bitte! Schnell, 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 schnell. Und weiterer Punkt! Yeah! Okay, 4 zu 4 steht jetzt wieder. Richtig knappes Ding hier. So, wenn wir jetzt noch einen Punkt machen, haben wir gewonnen. Wenn der Gegner noch einen Punkt macht, dann hat der Gegner gewonnen. Oh, Kopf an Kopf rennen. Und. Nein, ich bin runtergeschlagen worden. Komm, sterb wenigstens schnell. Stirb schnell. Dankeschön. So, denn wenn der Gegner jetzt kommt, dann können wir ihn wenigstens vielleicht noch aufhalten. Was doch durch den Jump-Boost immer extrem schwierig ist. Aber, naja. Ich finde den Spielmodus an sich ziemlich gut. Ich denke, wir werden öfter mal zusammen mit anderen Leuten auch spielen. Wir sind ja Team Red. Das heißt, Blau ist böse. Ich habe schon so oft gespielt, dass ich manchmal gar nicht mehr weiß, welches Team ich bin. Komm schon, bitte ich. Komm. Ich schaff's, komm schon. Hallo. Hallo! Willst du mich verarschen? LOL. Extrem leck. Standbild. Ernsthaft? Okay. Einfach weiter. Hier mal lang. Okay, was ist denn der Typ hier? Was ist denn los hier? Rennt einfach mal die Kinder Spaß, ohne
irgendeinen Plan oder so. Und das ist... Leck. Oh Gott. Einfach springen. Nein. Es leckt. Ich bin tot. Ja, ich bin tot. Seht ihr, es... Wenn etwas nicht klappt, dann nur, weil es leckt. Es ist unfassbar. Vor allem, das Traurige ist, dass nicht die Spieler und auch nicht man selber leckt, sondern der Server. Weil es ist eine ziemlich neue Spielart. Und von daher sind die Server auch noch nicht für so viele Leute ausgelegt. Vor allem, weil ein großer englischer YouTuber namens Sky aus Minecraft das jetzt auch gemacht hat. Der knapp 3 Millionen Abonnenten. Ja, so also, 3 Millionen. Easy going. Und ja, deswegen joinen hier sehr viele Spieler darauf und der Server laggt. Komm, ich hätte gerne den Ball schnell. Komm, wir müssen noch einen Punkt machen. Ein Punkt. Und? What? Ja, Team Rot hat gewonnen irgendwie. Irgendwie hat Team Rot doch geschafft zu gewinnen. Und wir haben immerhin 3 Punkte, glaube ich, gemacht. Richtig geil. Ich würde sagen, wenn euch dieser Spielmodus gefallen hat, wenn ihr davon mehr sehen wollt, liked doch einfach das Video. Und ja, das war's dann vorerst mal für die Vorstellung dieses Spielmoduses. Das heißt, glaube ich, Grief Ball, wenn ich das noch nicht erwähnt habe. Hier seht ihr es auch. Hier könnt ihr schön auf die Server joinen. Und ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ciao.